Es geht los und zwar mit dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim, das größte Weinfest der Welt. Wir holen Opa ab, wir holen Tante ab und dann geht's zack rüber. Mittagessen, dies, das, gucken. Vielleicht fahren wir Boxautos, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ciao. So, angekommen in Bad Dürkheim, an den Salinen geparkt. Ziemlich weit vorne. Ja, direkt Luftschlappe. Jenny meinte, dass ich mich so aufs Essen freue. Heute machen wir den Preis. Wir machen heute den ultimativen Preischeck, was Fressalien angeht. Also Trinky Trinky, Schale und so, können wir mal drüber schauen. Aber das ist nicht mein Ding, sondern vielmehr wollen wir hier auch zum Mittagessen. Aber was erwartet man bei einem Volksfest? Ne? Also, let's go. Also diesen Brezelstand sehe ich zum ersten Mal. Wow! Und natürlich, wie immer, am selben Platz jedes Jahr. Obwohl, eigentlich ist es die wilde Maus, aber... Nee, warte mal. Hey, normalerweise ist hier die wilde Maus. Eurocoaster. Nice. Aber das ist nichts mehr für mich, für meinen Rücken. Und, bist du gehypt? Total. Ja, der lecker Flammlachs hier. Na ja, gute Spanferkelbrote. 10 Euro, 15 Euro. Also ich muss echt sagen, ne? Es ist überhaupt nichts für mich. Nichts ist das für mich. So viel betrunkene Menschen, so ein Auflauf. Mittags um 12. Mittags um 12. Wie gesagt, heute ist der literarische Frühschoppe und da geht es halt eben ab. Ne? Wir müssen erst unseren Platz suchen und dann haben wir schon gewonnen. Was hast du schon bezahlt für die Currywurst Pommes? 6 Euro. Das geht. Mhm. Das geht. So, die Jenny hat uns auch eine Currywurst gezogen. 6 Euro waren das, ne? 9. 9? Die sagt 6. Currywurst mit Pommes 9 Euro. Und die Wurst? 5. Das ist Schaulauch. So, ja. Dann haben wir ein Leberwurstbrot. Was hat das gekostet? 5 Euro. Das ist eine hässliche Figur. Das ist ein Glücksfähig. Ist das gut? Nee. Ja, aber mach ich nicht. So, wo sind wir hier jetzt preislich? Kaffee Crema 3,50. 3,50, ja. Was waren das? Die Waffel war? Wie viel? Waffel mit Puderzucker 3 Euro. 3 Euro die Waffel. Und Crepe mit Nutella 5. Nutella Crepe 5. So, fangen wir mal ganz gemütlich an, ja? Natürlich auch nicht fehlen. Nur noch Regen, Regen, Regen und doch mehr betrunkene Leute. Jetzt yes, Maria, ich bin doch komplett raus. Thank you.
wird sich noch eine Hello Kitty geangeln. Old school. Die Mondler. Ich hätte gerne einen Kokos. Dendo. Ja.